So, ich bin jetzt Level 85. Super Okay. Fort. Nice. Super Fort, super Fort, super Fort. Endlich. Sollen wir mal gucken, ob wir denn auch genug Öl haben jetzt? 400 Öl, 600 Zement, 2500 Metall. Guck mal in dem Schrank links neben dem Fabricator. Oh, da ist ein Alpha. Weise. Oh, den müsst ihr töten, wenn er kommt. Alpha Kanu Level 60. Da laufe ich. Level 60 Kanu Alpha. Sollen wir? Boss. Nee. Wieso? Nein. Die Oh machen Gott. dreimal mehr Schaden, sie dir. Ach so, die machen ja dreimal mehr Schaden, tatsächlich, Ja, vor allem Alphas, also. Der one-hittet uns. Oder so. Meinst du? Ja, also mit dem Ja. ausgelevelten 240 Rex mit 100er Rüstung würde ich mich daran getrauen oder so. Aber so knechtet er uns nicht. Baumrufen, was meinst du? Ich Ey, weißt du aber was? Ich Alpha-Raptoren würde ihn ging es auch bestimmt bauen. übelst gut wegen den Bollers. Ich weiß hier, Das ich würde den wirklich funktioniert machen. nicht. Machen, ich geh weg. Viel Spaß. Komm schon! Nein! Sei nicht so alter, komm schon, Mann! Du brauchst viele Pfeile. Wenn du nicht genug Pfeile hast, dann bringt das nichts. Und Du, vor was für allem, Pfeile? die Wir machen rollen die da mit mit den Kanus drauf. Die sind total bescheuert. Nee, 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 Beziehungsweise nee, sind nee, ja nee, bescheuert. das ist die Diabel da drauf. Ja, der Maulwurf hat. Der Kano macht ungefähr 450 Schaden mal 2,6 sind, weiß ich nicht. Dann bist du ein Free-Hit mit deinem Kano. Ich würde mit Pfeile ja, machen, aber nicht mit den sagen wir mal, du bist ein 5-Hit oder so. Ich hab mich schon sonst einen Maulwurf gefragt, meine Güte. Ja, mit Pfeile würde ich den machen, aber nicht mit Dekanos, auf keinen Fall. Das Ja, mit Einfach, wir das brauchen keine irre. Kanos, wir ziehen Ich uns tue nur das, Rüstung was du aus mir sagst. und einfach draufkloppen in der Faust, Alter. Mann, 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 Mann. Eieiei. Das ist wie wenn du sagst, komm, wir raiden Crusaders ohne Dinos, ohne Rüstung. Nur in alleine. Schuhen. Nur in Schuhen, ja. Wir pinkeln ihn an die Mauer. Wir machen dann einfach einen großen Roundhouse-Kick. Der gut. Mann. Da ist ein blauer Biegen. Mhm. Können da auch Armbrüste drin sein? Ja. Okay. Und das ist ein Sabertooth? Das ist ein T-Rex. Oh, 112. Mitnehmen. Nice. Ich bin nicht auf was, dass wir bauen, dass hier noch ein paar nachkommen. Ich habe halt nur noch vier, zwei Fallen, ne? Das sind mir egal. Lass erstmal alle Dinos da ringsrum töten, dass sie nicht stören dann. Ich hol schnell den Bieten. Weiblich oder männlich? Habe ich nicht geguckt. Wäre eigentlich auch egal. Naja, wenn es männlich ist, können wir dann gleich einen neuen machen. Female. Okay, auch okay. Ist aber auch gut. Kommen wir dann holen, hohes Männchen. Soll ich den ja, anderen? An sich würde ich Der vielleicht kämpft schon das. Gegen was. Hat jemand Zeit und kann nur mithelfen? Also, ich bin momentan nicht in der Base. Also, ja. Man sollte vielleicht bei einem 112er Rex mehr auf Nummer sicher gehen. Jetzt am Anfang. Kannst du noch ein paar Bärenfallen mitbringen? Große? Und die dumm, ich lerne das mal. Jo, mach mal. Okay, ich hab seine Agro. Jetzt schon? Jo, der hat was gegen was gekämpft, ich musste den schützen davor. Okay. Kannst du den erstmal beschäftigen? Dann baue ich noch schnell das Stargate. Jo. Versuch ein bisschen herzulocken, wo ich bin dann. Ich habe ja alles jetzt gekillt an sich. Also gerade stand im Chat, dass irgendeiner durch Stargate gegangen ist und wieder irgendwo an den Rand der Welt rausgekommen ist. Sind die Dinger okay. jetzt bugfrei oder nicht? Ich bin nicht vertrauen. Dann geh mal lieber mit dem Dino los. Gefällt mir dann doch besser. Ich habe das nur gehört, dass die bugfrei sind. Ich habe auch gerade nur gehört, dass wieder irgendeiner am Kartenrand rausgekommen ist. Ja, aber da glaube ich, vertraue ich mehr drauf, dass die dann doch nicht ganz hinhauen, wenn du ohne Dino durchgehst. Also die Teleporter gehen auf jeden Fall rum. Dir, ich habe hier eine Bärenfalle aufgestellt, wo ich stehe. Ne? Kannst du reinlocken. Ganz knapp jo, oder ist so. Okay. Ja, ich höre mal auf, jetzt kommt der Cementing Base Farm. Nee, es wird zu viel hier. Ja, kein Platz mehr. So, sehen wir mal, Crossbow muss eigentlich noch was drin sein, dachte ich. Lutz, du musst jetzt aufpassen, denn im Fabricator ist alles drin, was wir für die Superforge brauchen. Fabricator gehe ich sowieso nicht. Okay. Also, ich habe eigentlich meine NCs mit sie da unten. Ja, weil irgendwie sind hier nur noch 1000 Stalin? Eisen drin. So, das ist Ich habe mir nur einen Crossbow noch rausgenommen. Oh. Im Carlo ist noch ein Crossbow drin, noch ein zweiter. Oh,
Haben wir irgendwo noch eine Storage Box, wo ich die 4000 reinhauen kann, die Cementing Paste? Ich mach mal eine. Ansonsten in den Swifty oder im Fabricator noch verteilen. Das sind alle voll. Das ist alles voll. Also, Spendpaste haben wir jetzt momentan ganz ordentlich. Du kannst bei dir dann rum. Du müsstest uns eigentlich sehen. Guck mal, wie der T-Rex guckt, hinter dem T-Rex quasi. Also Richtung Kopf oder Richtung Schwanz? Richtung Schwanz. Ihm schießt nur noch du. Ich gehe da kein Risiko mehr ein. Ja. Du tanzt einfach um den rum, ne? Da trifft er dich. Ja. Yeah. Das ist so cool. Autsch. Ach verdammt, da bin ich im Unterwasser liegen und da ist dann nur eine Brille drin. Das ist dir besser. Ja, super. Passt. Danke. Jo. Der ist ja voll blutig. Wollen wir kurz chillen? Nee, schieß weiter. Ich habe immer Angst, dass dann das Pinguin-Phänomen eintritt. Oh ja, der blutet nicht mehr, schießt weiter, Schuss tot. Ja, wir müssen ihm irgendwas zu essen geben. Ich habe alles getötet. Aber das könnte er essen. Okay, das ist gut. Gehst du mit drauf, Max, oder passt du einfach auf? Nee, ich gucke einfach. Okay. Der geht aber noch. Der Blutfleck im Gesicht ist noch nicht da. Aber ich hatte immer gedacht, dass wenn die wegrennen, ist es ein Zeichen dafür, dass sie gleich getamed sind, dass der Torpor hoch genug ist. Oder dafür, dass er gerade keinen Weg zum Ziel findet. Okay. Geht er jetzt auf mich? Er ist weg. Jetzt ist der erste Blutfleck im Gesicht. Okay, ich mach mal nichts. Na ja, doch, ich mach was. Ah, jetzt blutet er ganz schön dolle. Macht mal nichts bitte. Oder tötet den anderen jetzt unterfressen. Ah, wir müssen ihm irgendwas zu futtern geben. Lock mal eben eine Katze an. Ja. Also ich schieß jetzt immer, ich schieß nur noch und immer alle 5, na gut, du schießt schon, gut. Ja, ein Schuss hab ich. Mach mal so alle 5 bis 10 Sekunden. Ja. So dass er nicht wieder hoch geht, runter geht der Torpor. Da vorne ist ein Kanu. Ah, das bist du. Für dir, wenn der Akku auf dich hat, lauf mal ein bisschen, okay, Bugs kommt mit Katze. Okay. Wer will sind die? 64. Okay. Kill die dort drüben einfach. Zieh die dann dort drüber. Ja, wir kommen nur ein bisschen in deine Richtung. Ja, hier, ich hab sie mit dem Bowler. Da vorne kommt ein roter Beacon runter. Lass das mal den T-Rex machen, sie dir. Ich wollte es nur Bescheid geben. Ja. So liegt er, du kannst ihn herlocken, sie dir. Hoffentlich frisst er das jetzt automatisch. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Er ist unten. Oh nein. Was? Oh nein. Er ist so umgefallen. Ach so, ich dachte, er ist runtergefallen. So, Prime Meat auf jeden Fall. Prime Meat haben wir irgendwo da. Ja, ich hab Prime Meat. Nice. Warte, wer werde? Boah, der hat jetzt schon 4200 Leben. 1000 Stamina hat er jetzt schon. Und hat auch schon 190 Milli Damage. Das könnte der, der ist jetzt schon fast besser als der, den wir getamed haben. Der sieht richtig gut aus. Mit Boni, ja, das sieht echt gut aus. Leben könnte ein bisschen mehr sein, aber trotzdem sehr gut. Ja. Wie viel Leben hat der? 4000. Ja, das geht dann noch nach oben. Der wird wahrscheinlich so 5500 haben am Ende. Aber Melee Damage dürfte so 270, 60 werden, hoffe ich. Auf jeden Fall ein Kandidat für Rüstung. Ja. Meiner. Ey, ich krieg mein Kanu wieder. So schnell hat er sein Kanu verkauft. Ich geh mal eben den Beacon holen. Oh, jo. Shit. Was denn?
Guck mal. Ah, große Bärenfallen funktionieren also bei Kanus, gut zu wissen. Ich komme da nicht mehr drauf. Der hat Ja. den Reiter abgeworfen. Das wirft den Reiter ab? Ja, Das ich bin wusste ich gar runter, ich nicht. komme nicht mehr drauf. So, wir haben ihn 167, ist er? Nice. Weg 5600, zurück. oh nice. 5600 Leben, 1500 Stamina und 280 Milli-Damage. Das ist gut. Boah, Ja, 280. der ist gut. Beim 1500 Stamina. Das ist richtig viel von Anfang. Milli-Damage ist auch okay. Leben könnte höher sein, aber kann nicht Hey. alles haben. Ich musste das jetzt manuell wegmachen, diese Bärenfalle. Die hält aber voll lange Zehn beim Sekunden hält die PvP. eigentlich, dachte ich. Die hat irgendwie noch länger gehalten. So gut, Bugs, du bringst die T-Rex nach Hause? Okay. Ich lauf nach unten, Beam. Bleib so lange noch mal eben hier. Dann. Achso, die Stargate. Ah, scheiße, ich habe kaum noch Betäubungswein. Hast du noch welche, sieh dir? Auch komm. Oh, da unten ist ein T-Rex mit Rüstung. Oh. Dax. Welches Level? Dark Ride 65. Okay. Der ist 155, der T-Rex. Die sind voll viele hier. Wir müssen schnell nach Hause, Leute. Schnell nach Hause. Okay. Ja, die Dinger stehen schon vorm Stargate. Go, 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 go. Wer hat denn mein Kanu umgeparkt? Du hast ihn da hingebracht. Tollen Herr. Ah, Nein, ich war Leute. gerade da. Wir könnten gleich hier vorbeischauen. Wir müssen richtig schnell machen jetzt. Ja, ich bin noch dabei. Anwählen, Schild rausnehmen. Follow durchpfeifen, einer auf der anderen Seite in Empfang nehmen. Stellt sich mal bitte einer zu Hause vor Stargate. Jo, hab ich schon. Okay. So, Schild ist aus. Wir haben jetzt schon eine Rüstung. So, müssen gleich durchkommen. Guck, seht ihr die? Da vorne, am Fluss. Ja, selber Tuch. Wir sind vorbeigelaufen. Ne, die T-Rex Rexe ist sind durch. durchgelaufen. Rexes sind durch. So, ich komme auch durch. Oder? Sollen Nö. wir? Wieso? Nö. Wir Hast du haben es keine da mit? Betäubungspfeile mehr. Können meine mitnehmen. Den lass Okay, du. haust du mir rein? Hier 50 Stück im Kanu. Mach das Schild wieder an, ne? Nicht vergessen. Nee, noch nicht. Lass mich erst durch. Wenn ihr die Pfeile hast, sag Bescheid. Ach so, ich dachte, du haust da rein bei mir. Moment. Das waren ungefähr 7-8 Leute, gell, die da gelaufen sind. Ja, die werden wahrscheinlich nach T-Rexen suchen gerade. Ja. Aber der 112 ist weg. Hat den ihrer. Welches Level hat die jetzt unsere bekommen? 160 oder 167 oder so. 67, dann haben die ungefähr Level 104er getamed. Ja. So Wenn ein bisschen das Quetzel. neuer war. So gut seht ihr, der rote Biegen, willst du ihn jetzt noch mitnehmen oder? Der ist schon weg, leider. Die haben Okay. den geholt. Die waren genau dort. Aber ist vielleicht gut, weil sonst hätten die uns bemerkt, dann hätten wir eine große Arschkarte gehabt. Kann auch sein, dass dort diese Rüstung drin war. Mit den Bugs, bist du T-Rex. das? Ja. Weiß ich Schild war nicht, glaube aus, ich hat nicht. keiner dran rumgefummelt, ne? So gut, dann lass mal zur kleinen Insel machen. Hier, ne? Wollen wir nicht andersrum? Ne, ich würde zur kleinen Insel, da ist der Weg direkt klar. Ja, von hier ist doch diese halb schwarz, halb verkohlte Insel, willst du doch, oder? Ja. Na, von hier aus. Muss man die Richtung oder was? Ja. Ach stimmt, wir sind ja, okay. Wir sind irgendwie schon so auf den hergelaufen. Hast recht. Ja. Ach shit, warte mal, hab ich die Pfeile, hab ich die jetzt überhaupt eingesteckt? Ja, hier sind sie. Okay, also für selbe Tuch reicht das mal. Ich habe noch 70 Pfeile. Kann man Handy Hä? finden. Hier unten Scheiße, am wir haben kein Strand Stargate mehr steht ein dabei, oder? T-Rex. Hast du keins jetzt genommen vom Dax? Nee, du? Nee. Also hast du noch ein Stargate und ZPM und alles. Echt? Nein. Das ist blöd. Simon, wo steht ein T-Rex? Ja, hier unten am Strand, unter der Brücke. Welches Level? Rex 167, der ist von uns. Leute, ihr müsst auch ein bisschen jetzt aufpassen. What the fuck, wie kommt der hier runter? Der ist, glaube ich, durch den Stein hier gebackt. Wäre Ich hole ihn cool, kurz ab. wenn ihr auf die Rechse aufpassen würdet. Kommt der hier runter? Holt den einer hoch? Bitte? Ja, ich bin unterwegs. Super, danke. So, sollen Ja, wir aber uns ohne jetzt Stargate ist mit. jetzt doof. Ja, das Stargate holen. Ich kann nochmal zurückkommen, euch das Ja, das Stargate wär geben cool. und. Ja. Stargate und warte mal, ich guck mal, ob ich so mit ZPM und so. Nee, auch ZPM brauche ich auch. Ja. Von welchen habe ich noch?
So, aber das benennen muss ich ja noch hier. Das heißt jetzt, der Name ist nicht. Der Name ist eigentlich eindeutig, das können wir uns merken. Sidir, Alpha Kano, dann wissen wir, welches das war. Das ist gut, der Name. So, ich habe jetzt 1500 Öl mitgebracht, ich baue das Ding jetzt mal. Jo. Sehr schön. Superforge. Jo. Mach direkt 2. Ja. Jo, dann brauche ich noch Piste und Metall. Da passt es, kein Problem. Metall sammle ich dir zusammen. Okay. Aber ich habe länger nicht rausgenommen. Was, wir brauchen Paste? Ich glaube, der Simon hat gut vorgesorgt. Ja. Jo, super. Cool. Ja, ich würde auch gerade zum Baum biegen. Hier ist so ein Kahn. Da müsste auch mal wo reingucken. Ja, guck. Dann nehme ich das Stargate. Du meinst das Stargate von Bugs. Danke. Ja, auch kein Ding. Harpoon. Ah, ein Schuss, Shotgun. Okay. Ah, und Flammenwerfer, 7 Schuss. Ja, okay. So, zweites im Bau. Hast du schon genug Metall? Ja, sind beide drin. Sind baut jetzt schon die zweite Superfort, oder was? Jo. Cool. Nice. Willst du die Beartraps auch haben? Ja, nehme ich auch mit. André, kannst du aufstellen, die sind im Fabricator, ne? Ja, die wollte ich jetzt. Aber wisst ihr, was mich nervt an dem Kanu, dass der Kopf so weit oben ist und man dann immer scheiße durchs Fernglas gucken kann? Stopf ich dir in den Kanu rein. Achso, okay, jetzt gut. Danke. Beziehungsweise eine stellen wir vorne hin und die andere stellen wir hier hin, wo die ganzen kleinen sind. Jo, mach mal. Ah, cool, ich hab einen T-Rex Bone Helmet Skin. Hatte ich bislang nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wo ich den herbekommen hab. Ich glaube, wir hatten doch einen Alpha. Raptor hatten wir doch gekillt. Hatten wir das? Hatte ich zumindest. So, Sidia, ich bin beim Stargate, wo bist du? Ich bin beim blauen Beacon. Über den Lavasee. Yeah. Ach da. Also Richtung Obelisk, ne? Muss ich. Ja. Einfach über den See. See sag ich. Plus. Ja, Sub-Zero, ich glaube, die sind sogar mit auf uns gegangen, Ende Staffel 3. Die sollte man auch nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Also, sie sind anscheinend auch relativ gut organisiert. Wir hatten mit denen einfach nicht viel zu tun, weil die haben so komplett anders gebaut, denke ich. Also, die waren ja null bei uns in der Nähe gewesen. Vielleicht waren die auf den Inseln oder so. Also, hier, wenn ich die Karte aufmache. Wunderhübsch. Kommst du? Wenn dann jemand was Großes, die Fortress macht oder so, wäre es eigentlich smart, wenn sich davor jemand auf den Rex setzt. Willst du die 5 XP die auch abgeben? Wir geben keine XP leider. Okay. Was meinst du, Sidir? Ja, ich hab nur gefragt, willst du die 5 XP auch abkriegen? Weil die geben leider nicht mehr. Achso. Ich muss aber sagen, jetzt so zum Rumrennen und Erkunden und nach Dino suchen, finde ich den Kano fast geil am geilsten. So. Gefällt mir richtig gut. Mhm. Man muss vor allem echt keine Angst haben, dass die Gegner mit Boller den stoppen und so. Das ist super nice. Ja, der Raptor ist 116. Okay, lass mitnehmen. Komm, Boller rein. Jo. Der rennt weg, oder was? Was macht der? So, wir sollen noch einen Ball. Ja, kill den mal bitte. Ah ja, guck mal, da ist die Mauer gerannt. Haben. Gut, das war jetzt auch nicht schwer. Ah, der. Nee, der blutet noch nicht. Wo steht da eigentlich der Biber? Oha, Raptoren. Jetzt blutet der. Warte okay. Mal langsam. Ja, Raptoren halten echt nicht viel aus. Ich will mal testen, ob ich jetzt noch einen Boller reinwerfen kann oder ob das erst deaktiviert sein muss. Ja, hau rein. Jo, ist deaktiviert. Nee, jetzt ist er neu aktiviert, oder? Nee. Funktioniert ja? Nicht, hast du ja gesehen, das. Okay, ja, hast recht. Brennt, dann. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, sonst soll ich dich. Ich kann nichts machen, der umzingelt mich. Ich hab ihn getroffen, aber es hat noch nicht funktioniert. Okay, also muss dann. Es gibt einen Cooldown von 10 Sekunden, ich wollte nur sehen, ob das auch im PvE so ist. Ah. Moment. Jetzt? Ja, ist unten. Also. Okay, ich hab noch einen Boller. Ja, es gibt auch für Raptoren gibt's auch coole Sattel. Jo.
So, ich hab Remy reingehauen. Okay. Den könnten wir eigentlich noch schnell abliefern. Ja, das ist gar nicht so schlecht, weil wir kriegen jetzt so langsam dann doch so, dass jeder dann einen halbwegs vernünftigen Dino erstmal hat. Ja, sein Melee-Damage ist ein bisschen wenig. Ja. Wie gesagt, Raptoren haben sowieso einen total niedrigen Basis-Damage. Die machen nur 30 Schaden oder so. Das ist voll wenig. Könnte man vielleicht suchen mit Speed? Bestimmt. Wenn du suchen gehst. Ah, guck mal, der Kano kommt doch super hinterher. Also in den kleinen Fortress ist bestimmt überall was drin. Ach so, hast du noch einen Raft dabei? Nee. Ich dachte, wir haben jetzt einen Stargate. Ja, aber wir müssen ja auf die Insel irgendwie rüber. Ja, die ist nicht weit weg. Ich sehe schon 10 Mosas kommen von Crusaders. Da ist ein T-Rex. 24. Also ich bin der Meinung, wir haben jetzt schon gut Glück gehabt mit den 80er und 112er. Wir können höchstens auch nochmal in dem Schneegebiet gucken, aber dafür könnte es auch schon zu spät sein. Glaubst du eigentlich auf die anderen Dinos, Kano und so noch? Oder schaffst du ja. Super, dann gehen. So, wenn wir zur Insel wollen, würde ich fast... Ah, wir müssen über die Lava. Da ist noch ein Rex. Bei der Lava. Level 4. So, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe. Guten Abend! Session geht schon zu lang. Hat gefehlt. Keine Ahnung. Also ich habe gerade noch übelst Bock. Ja, macht voll Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also wenn noch jemand pennen will. Guck mal, sitzt einer auf dem Rex? So. Bitte sitzt mal einer auf dem Rex. Ich will wissen, was der Sattel an XP gibt. Oh, die Viecher machen so viel Schaden. Jetzt. 430. So gut, dann lass mal machen. Lass uns mal das Stamina voll machen. Bleibt einer sitzen, dann mache ich Boote. Ja, wo ist denn der Raptor? Müsste hinter mir sein. Ach, der frisst die Leichen. Na, da war einiges zu fressen. Soll auf den oben, auf dem Dach auch einer drauf? Ah, ne, der. Meiner hat Level ab. So, ich gehe jetzt erstmal Stamina weiter hoch. Geh mir auf den Sack. Sattel ist auf dem T-Rex drauf. Ein guter Sattel? Ja, wer das Boot kommt. 100 Rüstung? Ja, ja. Boah, André, du musst dann unbedingt Farben lassen. Da hinten ist ein gelber Beacon, glaube ich. Hier im Maulwurf lernen wir den. In ja. Das Spiel. Gucker. Ja, lass bitte. Direkt zu denen machen. Ja. Jo. Boah, geil, Leute. Der Raptor, der ist nicht so schnell. Weil die T-Rex-Rüstung, die sieht mega fett aus. Also die kennt ihr zwar eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, aber die sieht mega fett aus und wenn wir die noch einfärben und die Rex einfärben, dann ist es so cool. Sieht so fett aus dann. Die Mythisch habe ich auch schon gelernt. Kommt der Rex hinterher? Sehr gut. Ja. Ich denke, die Insel haben wir gut abgegrast, also die Rexes waren ja nur am Rand. Also wir haben Viertel vor zwei und der Server ist immer noch voll. Der Server ist noch... Da vorne ist ein Gegner. Okay, warte, bis ich da Top bin. Top Zero. Oh, dann sind das aber ganz viele, oder? Weiß es nicht, der ist Level 68. Lass ihn killen! Ja, warte. Kill. Ja, wir müssen aber gucken, wenn das 8 Leute sind, sind dir, dann ist das wie mit dem Alpha-Rab-Kano. Wo ist er denn? Da vorne läuft er, am Strand. Okay. Willst du den Raptor vielleicht da lassen? Bola! Wo ist er denn? Hier rechts. Ups. Ah, ich seh ihn. Warte, leise. Nee, ich Alter, was hast du denn eingeworfen? Okay, Moment. Ist das der neue Kampfschrei jetzt? Bola, oder was? Bola. Ja, ich hab ihn erwischt! Haha! Moment, Betäubungsgranate. Und weg schnell, weil ich hab nicht die Fortitude. Du bist schon eine Betäubungsgranate? Hey. Du hast mich. Du hast mich getroffen. Ja, wieso stehst du denn da rum? Okay. Du wärst betäubt. Das ist noch 8 im Fabricator, Mann. Ich hab auch seinen rausgenommen. Nicht reinrennen zu dir. Ich nehm seinen Helm raus und du schießt. Okay, mach. Viel Spaß. Alter Schwede. Boah, ganz viele Pfeile. Yay. Ja gut, aber wir haben nicht viel rausgehauen. Ah, hat aber Dats dabei. Welcher Tribe waren das gewesen? Sub-Zero. Nord von Sub-Zero. Ja, Sub-Zero, die hatten uns auch angegriffen Ende Staffel, die letzte Staffel, ne? Dachte ich.
Nimm seine Rüstung mit. Den haben wir wirklich eiskalt hingerichtet, ey. Naja. Oh, ich liebe die Boller. Und ich weiß, es heißt Bola. Ich hab's aufgegeben. Boller for the win. Boller. Nee, das ist deine. Oh, er schreibt okay, Beam. Oh. Das war Zarion. Zarion. Ach, den hast du doch am Ende auch noch gekillt. Ist es der mit dem Raketenwerfer? Wo ich den Raketenwerfer? Ja, den du den Raketenwerfer ins Gesicht gebrecht hast. Ach, oh, scheiße, hätte ich einen gehabt, ey, dann. Geh mal deine andere Rüstung, ne? Bist du fertig mit dem Boden? Stimmt, ich hab noch mein ganzer mit Supertank an. Der das hätte kritisch werden. Zarion ist aber jetzt nicht der, den ihr gekillt habt. Ihr habt Lord gekillt. Also. Zarion ist nur aus dem Tribe. Okay. Ah, okay. Also allzu lange sollten wir hier jetzt nicht bleiben, oder? Nö, weil vorhin hast du doch eine ganze Karawane von denen gesehen hier, ne? Betonente. Da ist ein Gegner. Lass ihn töten, lass ihn töten. Komm, lass ihn töten. Komm. Leise, sei leise. Ich habe mich ganz leise mit dem Kanu angerumpelt. Da ist jemand. Am Strand, am Strand. Aber wenn's. Was denn für einer? Wer ist das? Sub-Zero. Okay. Einer? Medeed. Da ist noch einer. King, Pod. Die machen sich gerade bereit. Da sind noch zwei. Da sind noch vier. Wie viele sind denn das? Drei Stück. Drei? Lass drauf! Dein Ernst? Okay, dann mit Dinos jetzt. Sie rennen weg. Die haben Schaum vom Mund, ne? Okay. Sowas von Schaum vom Mund. Warte. Warte. Und? Komm schon, und? lad nach. Ja. Ich hab nichts, ich kann nur mit der Schrulli schießen. Aber ich bin kein Huhn mehr, ne, gerade. Kommen dann noch Boote, Morbus? Jo, noch einige. Okay, dann bleib ich mal hier sitzen. Kannst Pipi machen gehen. Danke! Ich geh mal Pipi machen! Darf ich auch groß? Oh, schön. Wie geil. Ha ha ha.